Jetzt bringen es so zwei, jetzt bringen es Logitech Keys to Go 2 raus. So, und jetzt kommt wieder eine typische Logitech-Entscheidung. Das Ding hat Batterien drin. Ja. Aber, dass du diese Batterien tauschen kannst, das ist für unterwegs gebaut, Ja. brauchst du einen Schraubenzieher. Warum? Damit du die Batterien tauschen kannst, musst du zwei oder Oh eine Schraube lösen. Weil man denkt, wer aber kommt auf warte den mal, Blödsinn? okay, warte mal, ich hole mal was. Aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen, dass sie da nicht versehentlich eine Taste drücke. Jetzt muss ich die Tastatur ausschalten. Ich habe mir nämlich vor ein paar Monaten gebraucht, eine Tastatur besorgt, damit ich am Fernseher, weil ich zocke hier am Fernseher und will nicht meine große Logitech-Tastatur von beim Fernseher liegen haben, haben wir so eine kleine Tastatur besorgt. Die schaut so aus. Es ist eine kleine Tastatur Ja, mit einem okay, Touch halt. ja. Und das hat hinten so ein Dings, so ein Dingsel-Dingsel. Und da habe ich einen Schieber. Den kann ich übernehmen und da sind die zwei Batterien drin und dann kann ich Ich es wieder verstehe dich. draufstecken. Ich verstehe dich. Das ist so ein klassischer Logitech-Move. Den kannst du nicht verstehen. Schau ich mal noch was anderes an, warte mal. Ja. Und ich habe da noch nämlich das erste Keys to Go Modell von Logitech. Das habe ich auch. Ja. Der hat eingebauten Akku. So, Da kannst du gar nichts ist tun. ja so, der Punkt ist jetzt das. Jetzt haben es theoretisch, theoretisch, baust da jetzt was, wo die Batterie wechseln kannst. Und nachher ist das mit an und vor allem nicht einmal das, dass es irgendein sinnvolles Ding ist. Weißt, das ist ja nicht etwas, wo du sagst, ja, das ist keine Ahnung. Oder was, warum macht man da oben nicht nur einen dünnen Streifen hin, wo einfach die Photovoltaik wieder drin wäre? Na, geht ja nicht. Weil dann müsste man natürlich nach Logitech-Logik, Ja. würde man dann hergehen, wenn ein Photovoltaikstreifen oder Solarstreifen wäre, würde man das nicht einschrauben, dann würde man die Batterien einkleben. Das, ich verstehe nicht. Und das sind wieder zwei so eine Knopfzellchen Na, drin, gell? natürlich. Es sind wieder zwei so eine Knopfzellchen drin. Warum braucht man da? Ah, weil du die Hinterseite abnehmen musst. Okay. Das kann man ja bitte anders lösen. Na, bitte Warum mit der nicht unten Logik. eine Klappe? Hallo, das wäre ja ordinär. Also, so cool wie das du eh findest. Also, ich hab die auch schon gesehen, dass das ja ein cooles Teil ist. Erstens einmal, weil es ja mehrfache Tastenbelegung hat, nämlich dass du es für Android, Mac, Windows und Das iOS ist ja das. verwenden kannst. Logitech kann das ja. Das Ja, ist ja super gutes Zeug. Das hat bei uns super gute Tastaturen. Nimm mir nichts weg. Ja. Nur, wo ich mir denke, warum scheitert ihr an so einer Kleinigkeit? Warum muss man bitte mit einem Torx das öffnen, nur zum Batterien tauschen? Na, das ist mir echt ein Rätsel. Ja, Elendschad ist ja, wäre ja cooles Produkt, leih, kannst du nicht kaufen. Ja, sicher kannst du es kaufen, aber. Du musst halt quasi der iFixit-Kit auch noch mit dabei haben, um möglicherweise da Und die einfach ba mal. und du musst die Batterien dauernd auf Reserve haben. Ja, gut, das ist jetzt das gleiche Problem. Okay, dann kauft man sich halt einmal so einen 10er-Pack von den Batterien. Das sind CR, was sind das? CR 2032, oder? Ja, eh, aber das ist ja wieder so ein Die kriegt man Scheiß. beim Lidl im 10er-Pack, also das ist jetzt das Problem. Der trotzdem, weil man denkt, will ich dauernd das aufschrauben? Ich meine, ich sag da Die ganz ehrlich, wenn ich das. Batterielaufzeit, sagen sie, ist eh lang. Also es wird nicht von heute auf morgen nicht mehr Ist. funktionieren. Wär schon Also, wenn ich das. ein Indikator, Also, Warnung oder sowas kriegen, aber. ich sag da ganz ehrlich, wenn ich das Ding hätte, ich würde die Schraube nie mehr einschrauben. Ja, aber dann haltet wahrscheinlich der ist
Keycover nicht mehr, also die Tastaturabdeckung, weil es schaut irgendwie so aus, als müsstest du die Ja, Hinterseite von der Tastaturabdeckung weißt du, was abnehmen. ich da mit den Keycover tue? Das hebt dann halt nicht mehr, das habe ich dann nicht mehr. Ja. Oder ich mache es wie Logitech, ich klebe es mal rein. Ja. Ha, Oder Alter das geht da, du Schwede. klebst ja Gaffer-Tape um. Na, das ist echt übel. Ja, armselig, weil man denkt, okay, ich weiß nicht, wie man daran scheitern kann. Okay, na, no, das ist mir ein Rätsel.